Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. In diesem neuen... Na wunderbar. Oder war das die Normandy? In diesen neuen Gefilden müssen wir erstmal die Gate ausschalten, bevor... quasi um die Landing Zone zu clearen. Und wir haben wieder dasselbe Objekt wie gerade eben vor 15 Sekunden. Das ist Abwechslung nur bei Mass Effect. Wow. Wir müssen hier nicht quasi die ganze Flugabwehr ausschalten, damit die Normandy rein kann. Ich habe nicht genau erfahren, warum das so ist, aber wir machen das einfach mal. Aus Gründen. Das war das letzte Tor. Unser Weg zum salarianischen Camp sollte ab. Stimmt, da waren die Salarianer, da war noch was. Warum kann ich jetzt nicht sprechen? Ich frage einfach nicht. Das ist so verwirrend. So. Ein Traum. Muss nicht mit dem Reifen irgendwo drankommen. Das Ding würde wieder einen 7200 Grad Umdrehung machen. So. Commander, die Normandy ist an der Basis gelandet. Aber es sieht aus, als sitzen wir hier fest. Ach, warum der salarianische Captain kann alles erklären, wenn sie hier sind. Na, ja, wunderbar. Dann war das wohl doch ein Gate-Landungsschiff anstatt unserer Normandy. So, sind wir da? Da ist das salarianische Camp. Und was sollen wir jetzt machen? Wir bleiben hier, bis wir einen Plan haben. Status? Haben Sie hier das Sagen? Wie ist die Lage hier? Ich bin Captain Kirahe, 3. Infiltrationsregiment STG. Sie und Ihre Crew sind gerade inmitten einer Gefahrenzone gelandet. Jedes Flugabwehrgeschütz innerhalb eines 10-Meilen-Radius wurde von Ihrer Anwesenheit in Kenntnis gesetzt. Jetzt was? Was sollen wir in der Zwischenzeit machen? Wir bleiben hier, bis der Rat die angeforderte Verstärkung schickt. Wir sind die Verstärkung. Was? Mehr haben die nicht geschickt? Ich sagte dem Rat, sie sollen eine Flotte schicken. Sorry, sie kommen nicht. Wir konnten ihren Funkspruch nicht verstehen. Man schickte mich, um dem nachzugehen. Das war doch genau unsere Aufgabe. Ich habe mein halbes Team bei der Untersuchung hier verloren. Und was haben Sie gefunden? Sarens Operationsbasis. Er hat hier eine Forschungseinrichtung errichtet, aber die ist extrem gut gesichert und es wimmelt davon Geld. Saren? Ist er hier? Haben Sie ihn gesehen? Nein. Aber seine Gates sind überall und wir haben einige Funksprüche abgefangen, in denen er erwähnt wurde. Das hier ist seine Einrichtung. Irrtum ausgeschlossen. Aber was macht er da? Was erforscht Saren? Er nutzt diese Einrichtung, um eine ganze Armee Kroganer heranzuzüchten. Wie ist das möglich? Es sieht aus, als hätte Saren ein Heilmittel für den Genophage gefunden. Die Genophage? Was ist so wichtig daran, diesen Genophage zu heilen? Er war die Lösung des Kroganer-Problems. Nach den Aufständen brachten wir den Genophage mit der Kroganer-Population in Berührung, um ihre Anzahl zu kontrollieren. Ohne ihn würden die Kroganer in Windeseile die gesamte Galaxis überschwemmen und diese Kroganer folgen Saren. Ja, wir müssen das stoppen. Die Gates sind schlimm genug, aber eine kroganische Armee, damit wäre er so gut wie unbesiegbar. Ganz genau meine Gedanken. Wir müssen sicherstellen, dass diese Einrichtung und ihre Geheimnisse vernichtet werden. Vernichtet? Wohl nicht. Unser Volk stirbt. Dieses Heilmittel könnte ihre Rettung sein. Wenn das Heilmittel diesen Planeten verlässt, werden die Kroganer unbezwingbar sein. Wir dürfen nicht den gleichen Fehler zweimal machen. Wir sind kein Fehler. Naja, könnte er sich zu einem Problem entwickeln? Right. Es gibt schon genug wütende Kroganer, um die wir uns kümmern müssen. Er wird auf mich hören. Er wird drüber hinwegkommen. Ich rede mit ihm. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Meine Männer und ich müssen unseren Angriffsplan überdenken. Können Sie uns etwas Zeit lassen? Verstehe. Nur zu, Captain. Ich komme bald wieder. Es wird nicht lange dauern, Commander.
Sollten Sie in der Zwischenzeit Nachschub oder Vorräte brauchen, können Sie sich an Commander Rentola wenden. Er ist in einem der Zelte in der Nähe. Sieht aus, als würde es etwas kompliziert werden. Ja. Ich würde mir nicht solche Gedanken machen, wenn es nicht um Rex ginge. Er sieht aus, als würde er jeden Moment durchdrehen. Rex? Glauben Sie, ich sollte mit ihm reden? Täte keinem weh. Naja, vielleicht doch. Seien Sie einfach vorsichtig. Sie haben recht. Ich werde vorsichtig sein. Aber halten Sie sich bereit. Nur für den Notfall. Ich bin immer bereit. Ja. Ach, die Normandie. Schön und groß. Ja. Reden wir mit Okay. Captain Kira. Ich instruiere nur eben meine Männer und würde vorschlagen, sie machen das Gleiche. Okay. Ich bin schon viel zu lange auf dieser Mission. Meine Brut wird mich nicht mal mehr erkennen. Gut. Ich, wenn ich in den Wagen hier gehe, ne? Was soll denn das? Ich kann nicht zurückziehen, aber ach, da hinten ist Wax. Das ist der Typ, der da schießt. Ah, ein bisschen laute Kaliber, die er da abfeuert. Wax, ganz ruhig, mein Junge. Ganz ruhig. Das ist nicht richtig, Shepard. Wenn es ein Heilmittel für den Genophage gibt, dürfen wir es nicht zerstören. Beruhigen Sie sich, Wax. Ich verstehe, dass Sie wütend sind. Aber wir beide wissen doch auch, dass Saren hier der Böse ist. Er ist derjenige, auf den Sie sauer sein sollten. Wirklich? Saren hat ein Heilmittel für mein Volk gefunden und Sie wollen es zerstören. Helfen Sie mir, Shepard. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen gerade ein wenig. So einfach ist das nicht. Das ist kein Heilmittel. Es ist eine Waffe. Und wenn man Saren erlaubt, sie zu nutzen, werden sie nicht mehr da sein, Nutzen daraus zu ziehen. Niemand von uns wird das. Dieses Risiko sollten wir alle bereitwillig eingehen. Wir reden hier über das Schicksal meines gesamten Volkes. Ich war ihnen gegenüber immer loyal. Himmel, sie haben mehr für mich getan als meine gesamte Familie. Aber wenn ich ihnen auch weiterhin folgen soll, muss ich wissen, ob ich das aus den richtigen Gründen tue. Sonst würde ich das nicht tun. Rex, diese Kroganer sind nicht ihr Volk. Es sind Sarens Sklaven. Marionetten. Ist es das, was sie sich für sie wünschen? Nein. Wir waren einst Marionetten des Rats. Und zum Dank dafür, dass wir die Rachni auslöschten, haben sie uns alle kastriert. Ich bezweifle, dass Saren so großzügig sein wird. Okay, Shepard. Sie haben sich klar ausgedrückt. Mir gefällt das zwar nicht, aber ich vertraue Ihnen weit genug, um Ihnen zu folgen. Nur noch eine Sache. Wenn wir Saren finden, gehört sein Kopf mir. Natürlich. Wenn wir das wirklich tun wollen, sollten wir endlich aufbrechen. Okay, wer ist das hier? Eine... Ach, das ist Lee. Es war wirklich beeindruckend, wie sie den Kroganer besänftigen konnten. Wir haben ja alle. Es überrascht mich, dass sie einen Kroganer zur Vernunft bringen konnten. Tja. Na gut, ne? So, was haben wir da? Ach, ist geil. So, wo ist mein Team? Sag mal. Was muss ich denn überhaupt tun? Wettlauf gegen die Zinni. Auf Angriff vorbereiten. Wir sollen mit Captain Kirara sprechen. Danke, dass Sie mit dem Kroganer gesprochen haben. Der Sturm auf Sarens Basis wird auch so schon schwierig genug. Angriff? Das heißt dann wohl, dass Sie einen Plan haben. Sowas in der Art. Wir können aus dem Antrieb unseres Schiffes eine 20-Kilotonnen-Bombe bauen. Primitiv, aber effizient. Nette Idee. Wenn man das Bömmchen aus dem Orbit abwirft, kann Saren sich von seinem turianischen Arsch verabschieden. Leider ist die Anlage zu gut geschützt dafür. Wir müssen die Bombe an einer zielsicheren Stelle deponieren. Und wohin? Wo muss die Bombe hin? Und wie kommen wir dorthin? Die Bombe muss zur anderen Seite der Einrichtung gebracht werden. Ihr Schiff kann sie absetzen, aber zuerst müssen wir in die Basis eindringen und dort die Flugabwehrgeschütze und Bodeneinheiten ausschalten. Sollen wir zu Fuß da rein? Wir haben nicht genug Männer. Er hat recht. Es klingt wirklich etwas riskant. Gibt es keinen anderen Weg?
Nein, aber ich glaube, es ist zu schaffen. Ich werde meine Männer in 3 Teams aufteilen und von vorn angreifen. Während wir sie ablenken, können sie sich dann mit ihrem Shadow-Team hinten reinschleichen. Sie werden alle sterben, das wissen sie, oder? Gute Idee, aber ihre Männer werden dabei niedergemetzelt. Wir sind zäher, als wir aussehen, Commander. Aber es stimmt. Ich rechne nicht damit, dass viele von uns das überleben werden. Und gerade das macht das, worum ich sie bitten möchte, nur noch schwieriger. Einer ihrer Männer muss mich begleiten. So können wir die Teams besser koordinieren. Eine gute Idee. Wir werden jemanden brauchen, der sich mit den Kommunikationsprotokollen der Allianz auskennt. Ich melde mich freiwillig, Commander. Nicht so schnell, Lieutenant. Commander Shepard wird Sie brauchen, um den Nuklearsprengkopf scharf zu schalten. Ich gehe mit den Salarianern. Mit allem nötigen Respekt, Gunnery Chief. Aber es ist nicht an uns, das zu entscheiden. Woran liegt es, dass jedes Mal, wenn jemand mit allem nötigen Respekt sagt, in Wahrheit leck mich am Arsch meint? Ja, wen brauchen Sie, Captain? Wer ist für die Mission am geeignetsten? Beide wären geeignet, Commander. Beide scheinen bereit zu sein, wenn nötig, ihr Leben zu opfern, obwohl ich hoffe und davon ausgehe, dass das nicht nötig sein wird. Okay, Kai, dann brauchen wir für die Waffen Ashley eigentlich nicht. Ashley ist halt die fähigere Kampffrau. Wir nehmen sie mit. Ashley mit. Williams, Sie begleiten den Captain. Keine Heldentaten, verstanden? Zu Befehl, Commander. Ich werde veranlassen, dass die Bombe an Bord der Normandy gebracht wird und Ihre Crew mit der Detonationssequenz vertraut machen. Haben Sie noch Fragen, bevor wir gehen, Commander? Ich denke mal, der Fluchtplan der Salarianer. Die Normandy wird mich abholen. Wie werden Ihre Teams der Explosion entkommen? Wir werden die Gate so lange wie möglich beschäftigen. Sobald die Bombe an Ort und Stelle ist, werden wir versuchen, zurückzufallen und dem Detonationsradius zu entkommen. Wenn wir uns beeilen, sollten wir mit annehmbaren Verlusten entkommen können. Wenn nicht, wird man uns als Märtyrer für eine größere Sache in Erinnerung behalten. Das klingt gefährlich, das wissen Sie. Bei Ihnen hört sich das wie ein Selbstmordkommando an. Ich werde Sie nicht anlügen, Commander. Es besteht die Möglichkeit, dass keiner von uns den Angriff überlebt. Das gilt auch für Ihr Team. Aber wir werden tun, was nötig ist. Na, wenn das nicht mal motivierend klingt. Die anderen Teams? Shadow leuchtet mir ein. Welche Codenamen bekommen die anderen Teams? Igor, Manowai und Jaito. Das waren die anfänglichen Siedlungen auf unseren ersten 3 Kolonialwelten. Sie sind bis heute das Herzstück des salarianischen Territoriums. Die Namen werden meine Männer daran erinnern, wofür sie kämpfen. Wenn wir eine Chance auf Erfolg haben wollen, muss etwas Persönliches einfließen und auf dem Spiel stehen. Das ist wahr. Und der Ablauf? Fassen Sie den Plan bitte nochmal kurz zusammen. Sie sind das Team Shadow. Wir werden für Ablenkung sorgen, während Sie in die Basis eindringen. Arbeiten Sie sich bis zur Brutstätte im Herzen der Einrichtung vor. Schalten Sie die Flakgeschütze aus, damit die Normandy landen und den Nuklearsprengkopf abladen kann. Wenn wir soweit kommen, werden wir versuchen, Ihnen mit den Geschützen zu helfen. Aber verlassen Sie sich nicht darauf. Sobald Sie die Bombe haben, deponieren Sie sie neben den geothermischen Leitungen. Dann verschwinden Sie, bevor das Ding detoniert. Das hört sich gut an. Ich möchte mehr über die Bombe wissen. Wie zuverlässig ist sie? Ihre Zuverlässigkeit hängt von der Person ab, die sie scharf schaltet. Aber sie wird ihren Zweck erfüllen. Der Antrieb ist höchst unempfindlich gegenüber Schäden durch externe Quellen. Sobald sie scharf geschaltet ist, gibt es kaum etwas, das sie aufhalten kann. Die Hauptsache ist, sie zu platzieren und scharf zu schalten, bevor die Gate uns aufhalten können. Okay. Ich bin noch nicht fertig. Ich brauche noch einen Augenblick, um mich vorzubereiten. Lassen Sie sich Zeit, aber wir sind bereit, sobald Sie das Kommando geben. Ich mache nämlich jetzt gerne nochmal das hier mit meinem Squad hier schmeicheln. Schmeicheln, das ist voll. Das ist schon mal gut. Ausrüstung. Tonladung brauchen wir nicht. Okay, da kann ich eigentlich bessere Schrotflinte mal langsam kriegen. Weil die nutze ich dann ja doch manchmal zumindest. Ein Impulsgewehr. Die sind alle schlechter. Granatwerfer, Rüstung. Okay, ich mache hier einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.